diatonisches Instrument. Das heißt, man kann nur den Grundton spielen, die Oktave, die Quinte in der Oktave, die doppelte Oktave, die große Terz in der doppelten Oktave. Das heißt, nur die Töne der reinen Obertonleiter. Und die sind etwas anders als unser wohltemperiert gleichschwebendes Stimmungssystem. Deswegen gibt es sehr wenig Konzerte in der Musikliteratur für Hörner oder Alphörner, weil das klassische Orchester mit diesen Instrumenten ab einem bestimmten Punkt in stimmtechnische Schwierigkeiten kommen. Das liegt daran, in unserem Stimmungssystem sind zum Beispiel drei große Terzen genauso groß wie eine Oktave oder vier kleine Terzen auch so groß wie eine Oktave. Aber das funktioniert nur, wenn man die große Terze ein bisschen größer macht und die kleine Terze ein bisschen kleiner. Denn wenn man diatonisch reinstimmt, dann sind die vier großen Terzen eben ein bisschen kleiner als die Oktave und die vier kleinen Terzen ein bisschen größer. Also wer Gitarre stimmt, der weiß, dass die H-Seite, das ist dann immer die schwierige, weil da muss man dann den Ausgleich schaffen, was man ja unter Musikern oft auch das Mogel nennt. Weil man muss Instrumente ganz ein bisschen verstimmen von der natürlichen Obertonreihe an bestimmten Punkten, damit es aufgeht. Aufgehen heißt mit einem einfachen Zahlenverhältnis einen Schwingungsknotenpunkt zu finden über einer gegebenen Schwingung, wo die Schwingungsknotenpunkte immer möglichst genau aufeinander zu liegen kommen. Das ist bei der Obertonreihe der Fall. Die Schwingungsknotenpunkte fallen häufig zusammen, wenn bei einer wohltemperierten Stimmung dies nicht der Fall ist. Dadurch ist in der wohltemperierten Stimmung so ein Trällern immer mit drin. Das genaue Stimmen ist weit mehr als nur ein Instrument zu stimmen. Weil wenn ich eine Sitar, eine Tambura oder ein Bass oder eine Geige oder eine Gitarre stimme, dann ist das so etwas wie Weltanhörung. Ich höre mir an, wie verhält sich eine schwingende Saite. Wenn ich da mit dem Finger bestimmte Punkte abgreife, dann ist das in erster Linie mal Naturbeobachtung und Naturanhörung. Man hört sich an, wie funktioniert die Welt, zumindest im Schwingungsbereich. Also Instrument stimmen heißt Instrument stimmen für das Konzert, sich anhören, wie musikalische Resonanzen funktionieren, heißt auch, sich selbst in eine bestimmte Schwingung versetzen, nämlich die Grundschwingung, auf die das Instrument gestimmt ist, und auch das Publikum. In Indien zum Beispiel wird meistens auf Cis gestimmt. Cis, das ist das Saja. Das ist der Grundton der indischen Tonleiter, die hat 22 Stufen, nicht 12 wie bei uns. Und zumindest im nordindischen System. Und dieses Saja, dieser Grundton, ist Grundton für alle Musik, für alle Ragas. Und wenn man immer den gleichen Grundton braucht, dann wird das Ohr viel feinfühliger für Intervalle. Dann hört man einfach mehr, weil die Ausgangsbasis ist stabil, der Bezugspunkt ist stabil. Während hier haben wir eigentlich nur zwei Tonleitern in Europa, Dur und Moll, aber dafür kann man die von 12 verschiedenen Tonstufen aus spielen. Das ist natürlich ein breiteres Spektrum, aber das Ohr gewöhnt sich nicht an das reine, feine, differenzierte Hören. Und Hörkultur, das differenzierte Hören, das Erlernen der Stimmkunst, das eröffnet Welten. Denn wenn wir unser Ohr sensibilisieren und kleine Unterschiede hören,
den hören wir einfach mehr von der Welt. Es gibt dann Leute, die machen spezielle Meditationen oder nehmen bestimmte Moleküle, um das Hören noch zu intensivieren und aus anderen Facetten der Wahrnehmungsverarbeitung eine Weltanhörung zu betreiben. Aber generell, je differenzierter wir gelernt haben zu hören, Klänge zu unterscheiden, umso mehr kriegen wir mit von dieser Welt. Weltanschauung oder Weltanhörung, das ist die eigene Anschauung der Welt, die eigene Anhörung der Welt. Weil wir machen die Welt ja in unserem Kopf aufgrund der Signale, die da reinkommen, über Auge, über Ohr, über die Nase, das Geruchsorgan. Das wird alles im Gehirn zusammengestellt. Wir wissen eigentlich nicht, ob es wirklich so aussieht, wie wir es gewohnt sind zu sehen. Weil es sind eigentlich nur Schwingungen, dass wir das Grün angenehm empfinden und Rot mehr animierend und Blau mehr entspannend. Das ist eine andere Sache noch, als wie wir die Farbe kulturell wahrnehmen, was für Assoziationen wir haben. Weltanschauung kommt vom eigenen Anschauen. In Büchern kann man immer nur lesen, ein paar gute Tipps, wie kann ich besser schauen? Also zum Beispiel John Lilly, der war ein hervorragender Lehrer, zu erklären, wie schaut man die Welt an? Er hat so Sachen gemacht wie das tiefe Selbst in Samaritan oder Simulationen von Gott. Und da geht es um die Anschauung bestimmter Phänomene und die Anhörung bestimmter Phänomene. Und da wir als Personen personare zum Durchtönen, Person, Persona, die Durchtönte, wenn wir als Person die Schwingungen des Alls in uns wahrnehmen, diese Schwingungen des Alls, die Schwingung unserer Umgebung in uns resonieren und wir uns dessen bewusst werden, dann hat unser Bewusstsein einen Quantensprung in Sachen Bewusstsein gemacht. Wobei ich betonen will, ein Quantensprung ist somit das Kleinste, was die Physik messen kann. Viele denken immer, ein Quantensprung ist was Riesiges, aber Quantensprünge, das gehört zur Teilchenphysik, das ist Physik, subatomare Physik, das sind sehr, sehr kleine Dimensionen. Also wenn jemand das Gefühl hat, er hat einen Quantensprung gemacht, dann ist das die Aussage, man kann den Unterschied feststellen, aber er ist noch nicht sehr groß. Die Anhörung mit der Natur oder einfach zu hören, wie schwingt die Natur, wie schwingt unsere Umwelt? Das war eigentlich der Ausgangspunkt der kosmischen Oktave. Sphärenharmonie, die alten Griechen sprachen schon davon, Johannes Kepler hat sich damit intensiv beschäftigt, der Weltharmonik sehr genau aufgeschlüsselt, die Bahngeschwindigkeiten der Planeten in musikalische Intervalle umgesetzt. Aber was fehlte, war der Grundton. Der Ausgangspunkt, von dem aus ich die Instrumente stimme. Und da man in der Literatur eigentlich nichts finden konnte, blieb nichts anderes übrig, als selbst zu forschen und zu rechnen. Und wenn man die Gesetze der musikalischen Harmonielehre, so wie man sie kennt, wie sie in jedem Musiklehrbuch stehen, wie in jeder Enzyklopädie drinstehen, nicht nur auf den Schwingungsbereich ansetzt, den wir hören, so etwa 16 Hertz bis knapp 20 Kilohertz, sondern auf alle Schwingungsbereiche, also von der Astronomie bis hin zur Teilchenphysik. Astronomie, da fällt uns natürlich als erstes ein in unserem Sonnensystem, der Lauf der Wandelsterne, der Planeten, die Bewegung der Erde. Und das sind Rhythmen, stetig wiederkehrende Rhythmen.
alle Jahre wieder gibt es eine Spiritual Healing. Das ist ein Jahresrhythmus. Und dieser Jahresrhythmus, das ist auch der Grundton, den zum Beispiel die Inder sich gesucht haben. Das ist Satya, ist ein Cis, und das Cis in dieser Schwingung, das ist ziemlich genau die 32. Oktave eines Erdenjahres. Das heißt, man nimmt die Schwingung eines Erdenjahres pro Jahr, das ist auch 1 durch 31.556.925,97477 Sekunden, das ist die Länge eines tropischen Jahres, und dieser Bruch 1 durch diese Zahl 32 mal mit 2 multipliziert, und schon hat man das Resultat. Also die Oktave als Maßstab, um sich ein Naturphänomen anzuhören, ist ein sehr einfacher. Man muss eigentlich nur mit 2 multiplizieren können und Gierwerte bilden können. Einfachste Mathematik als Schlüssel, um sich zum Beispiel die Schwingungsverhältnisse der Planeten im Sonnensystem anzuhören. Nach der gleichen Struktur kann man auch Moleküle, wir haben so Versuche gemacht, Kompositionen mit psychotropen Molekülen, ist THC-Molekül, LSD-Molekül, MDMA-Molekül, und die klingen unterschiedlich. Die klingen so, wie das Molekül eben schwingt, wie man es beim Drug-Checking, also bei einer chemischen Analyse im Gaschromatographen, im Massenspektrometer und ähnlichem Gerät feststellen kann. Also bei einer Analyse von einer Substanz, da werden auch Wellenlängen und Frequenzen gemessen und Amplituden gemessen, und dann weiß man, wie hoch ist die Konzentration einer bestimmten Substanz in einem Gemisch. Und diese Frequenzen einfach oktavieren, bis man in den Hörbereich kommt. Das ist übrigens nicht nur ein Ton, sondern auch das Tempo, die Rhythmik. Das gleiche kann man mit Atomen machen, zum Beispiel das Wasserstoffatom. Das ist sehr präzise bestimmt von einem Grundton, von einem Grenzwert aus, ein imaginärer Grenzwert. Und die ganzen Linien, die heißen Wasserstoffspektren, da gibt es ein sichtbares, das ist die Balmer-Serie, weil der das gefunden hat, das war ein Mädchenschullehrer in Basel. Und dann kamen noch andere, ein Lühmann und ein Paschen und Brackett und wie sie alle hießen, haben noch weitere Serien gefunden. Und man weiß von diesen Linien ganz genau aufgrund von Messungen, welche Frequenz die haben und welche Wellenlänge die haben. Und aufgrund dieser Linien, die man im Spektrum sieht, im Regenbogen, weiß man überhaupt, wie Atome aufgebaut sind. Ich denke, nach der Sintflut hieß es, da sahen sie einen Regenbogen, und da heißt es, dies ist das Zeichen des Bundes zwischen Gott und den Menschen. Man kann auch sagen, dies ist das Zeichen des Bundes zwischen der Schöpfung und den Menschen. Weil im Regenbogen hat man eigentlich gesehen, wie die Schöpfung, nämlich die Atome, die wir als Elemente kennen, aufgebaut sind und wie Moleküle aufgebaut sind. Wenn man jetzt ein bestimmtes Molekül, eine bestimmte astronomische Schwingung oder ein bestimmtes Atom sich heraussucht, dann kann man die Funktionsweise der Natur in diesem Bereich als Klangbild wahrnehmen. Es ist einfach eine Transposition, wie beispielsweise 1 zu 25.000 von einer Landschaft zu einer Landkarte, und man kann sich orientieren, da ist ein See, da ist ein Fluss, da ist ein Dorf, da ist ein Berg, da ist ein Weg.